Hallo und willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory, wo wir beim letzten Mal Kay auf seinen Server gefolgt sind. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, aus welcher Richtung Kay angreifen wird. Wie? Hinter mir? Was ist? Ja! Ist es Kay? Wie? Was? Es ist nicht Kay. Was sind irgendwelche Daten? Nani? Gleich nachdem ich zu den Demons gekommen bin, kam Hosaka zu mir. Du kannst jedes Konto benutzen, meinte er. Den kann ich gebrauchen, dachte ich mir. Also habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir das Konto von Keisuke Amasawa klauen. Das war eine Erinnerung von Kay, oder? Warum will er uns sie zeigen? Hat jetzt keinen Zweck, darüber nachzudenken. Gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Was soll das heißen? Bist du auf einen Schlag von Mimitan aus? Ja, da stehe ich drauf. Ihr kennt den Drill. Hochsicherheit. Multiheilung. Bin ich jetzt gelandet? Come on. Versteckte Fallen anzeigen. Nächster Raum. Wieder Kontendiebstahl. Soll mir recht sein, aber nehmen wir diesmal jemanden Interessanten. Der letzte Typ war viel zu langweilig. Dich brauche ich nicht mehr. Der Typ sucht jetzt nach dem Kriminellen, der sein Konto gestohlen hat. Wenn du verhaftet wirst und den Mund aufmachst, wäre das ein Problem für mich. Keine Sorge, ich kümmere mich gut um dein Konto. Du darfst jetzt die Rolle des Bösewichts spielen. Indem ich Akira Hosaka besiege, werde ich ein Held, genau wie er. Und wenn das noch nicht reicht, dann wird Kay eben unser Feindbild. Dann holen wir uns gemeinsam zurück, was Kay gestohlen hat. Angesichts dieses mächtigen Feindes wird er auf mich angewiesen sein. Er wird zu mir kommen. Das hat die Stimme mir befohlen. Er ist der Einzige. Der Einzige, der... Der Einzige, der was? Furchtbar schlechtes Scream Metal hört. Ich weiß nicht, wie man diese Musikrichtung nennt. 50-50 Chance. Gut, das war's nicht. Mal den hier. Auch der weiß nicht. Okay, dann nehmen wir den hier. Irgendeiner wird uns schon da hinten hinbringen.
Aha. Warum brauchst du mich nicht? Warum wendest du dich immer an Hoodie? Das bist du nicht. Das ist nicht mein Held. Du warst als einziger nicht gemein zu mir. Du hast als einziger etwas in mir gesehen. Ich will nicht, dass du gehst. Ich soll niemand sonst kriegen. Du bist mein bester Freund. Ja. Weil beste Freunde sich so behandeln. Wo ich das hin? Das war nicht hilfreich. Aber nett, dass wir drüber gesprochen haben. Irgendeiner muss mich noch nach unten links bringen. Da ist noch eine Kiste, bitte. Ja, perfekt. Nehmen wir. Der direkte Weg wird es nicht sein, sonst wäre er voll im Weg. Dann nehmen wir den hier. Das K-Café in Nakano. Ja, sieht aus wie die echte Welt. Aber es ist nur eine Simulation. Wir sind immer noch auf K-Server. Das ist ja schlimm. Unser besonderes Fleckchen so zu simulieren. Verstehst du jetzt? Ich bin Kay. Dein Konto hat dein bester Freund Yu gestohlen. Was? Zuerst wollte ich nur deinen Avatar. Eine Simulation hat schon gereicht. Ich wollte nur etwas bei mir haben, das aussieht wie du. Und nach einer Weile hat es nicht mehr gereicht. Ich brauchte das Original. Also habe ich Feinde ins Leben gerufen. Erst Akira Hosaka, dann Kay. Ich dachte, wenn ich dich vor denen rette und wir sie gemeinsam schlagen, dann würdest du dich auf mich verlassen. Dann würdest du mein bester Freund sein. Mein Verbündeter, mein Vorreiter. Dann war alles so. Also alles bisher nur eine Rolle, die du gespielt hast? Hättest du das für durchgeknallt? Ah, das tust du, oder? Wie sollte ich dir die Wahrheit sagen? Wie könnte ich dir meine wahren Gefühle erklären? Es hat mir nicht mehr gereicht, nur ein enger Freund von dir zu sein. Doch dann habe ich endlich verstanden. Die Stimme hat es mir gesagt. Du würdest nie wirklich auf meiner Seite stehen, nicht wahr? In Wahrheit hast du dich schließlich über mich lustig gemacht, wie die anderen. Deshalb gibst du dich nicht mehr mit mir ab, oder? Du hängst stattdessen lieber mit ihnen ab. Du bist genau wie die erbärmlichen Typen, die über mich die Nase rümpfen. Nur reagierst du mit Mitleid statt Gewalt. Also blieb mir nur eins. So stark zu werden, dass sich nie mehr jemand über mich lustig macht.
Und dann geschah ein Wunder. Ich konnte Kays Macht sogar in der echten Welt benutzen. Indem ich dein Konto benutzt habe, verwandelte ich mich in dich. Eine perfekte Version von dir. Von dir als dem stärksten Hacker in Eden. Endlich würdest du bei mir sein. Jetzt kann mich niemand mehr schlagen. Durch dich wurde ich der Vorreiter. Zurück. Ich spreche jetzt für dich, oder hast du das schon vergessen? Das ist doch das Ich, das du werden wolltest, nicht wahr? Oh, Freude. Jetzt bin ich zum wahren Ich geworden. Ein Digimon! Das steckt dir hinter der Maske? Das alte Ich brauche ich jetzt nicht mehr. Aber... Ah, sein Gesicht ist weg. Vergiss ihn. Der war nur ein erbärmlicher Wurm, der vor lauter Selbsthass und Heldenverehrung irre geworden ist. Bei seinem Gerede über Freundschaft wurde mir übel, aber er war ideal für eine Nebenrolle. Er hat alles geschluckt, was ich ihm gesagt habe, und langsam habe ich seinen Willen zermürbt. Ohne Selbstvertrauen waren seine Träume von Gleichheit nutzlos. Er wollte Anerkennung, hatte aber keinen Mut, sie sich zu holen. Deshalb hat er so verzweifelt deine Aufmerksamkeit gesucht. Das ging aber nach hinten los und Hudi hat die Lorbeeren eingestrichen. Wie ergötzlich. Das Herz der Menschen ist so schwach und erbärmlich. Entspann dich. Ich möchte mich für die ständige Bespaßung bei dir bedanken. Ich werde die Hoffnung des wahren Ichs erfüllen. Ich werde dein ideales Ich werden. Wenn du mich nicht von dir Besitz ergreifen lässt, brauche ich dich nicht mehr. Oder stimmt das etwa nicht? Nun denn, was sollen wir spielen? Ich hab's. Spielen wir Held. Das haben wir doch früher ständig gespielt. Ich spiele den legendären Vorreiter der Dunkelheit, Kay. Und du machst, was war es noch, den Retter aus dem Weltraum? Das hat Spaß gemacht. Aber am Ende habe ich immer verloren. Das hat mich früher so geärgert. Ich war schließlich Kay, der legendäre Vorreiter der Dunkelheit. Ich sollte ein unbesiegbarer Held sein. Ich sollte nicht verlieren. Jawohl, ich darf nicht verlieren. Ich weigere mich zu verlieren. Warum muss ich gegen so jemanden wie dich verlieren? Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ja, ich finde... Ist ja gut. Ich finde diesen Plot-Twist sehr enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Es ist nur ein Matadormon. Nicht mal irgendwas Cooles, Besonderes. Einfach nur Matadormon. Schon ein bisschen schwach, aber er bufft unseren Angriff, das ist nett. Müssen wir nur mal gleich zum Zug kommen. Mit zweifach gebufftem Angriff sollte das eigentlich ganz gut werden.
Überschallstimme. Oh, da hinten müssen wir es aus. Fenrir-Schwert. Okay. Laserfinger. Der ist gut. Okay, den brauchen wir weiter. Natürlich Spiegelbild. So, Faratora tauschen wir mal. Wir kämpfen immerhin gegen einen Virus-Digimon. Und Rasoma. Vielleicht mal dich. Und du machst damit weiter. Ja, ist okay. Mit dem Konter kann ich leben. Damit nicht so. Hätte jetzt nämlich gleich mal heilen wollen. So geht's auch. Das ist jetzt schlecht. Bei Kopex. Cross-Counter baut er wieder auf, okay. Wir dürfen wieder. Wiederbelebungskapsel DX. Let's go. Warum bist du immer noch verwirrt? Physischer Angriff, er hat im Moment nichts gegen magische, ne? Hier. Statusleiden erstmal wieder herstellen. Oh, oh. Meine Güte. Kampf, in dem man nicht selber steuern darf, ist echt frustrierend. Noch. Aber der Cross-Counter ist wieder weg. Sehr gut. Wir heilen erstmal alle. Sehr gut. Er hat schlecht getimed. Wir kriegen zwar den Rückstoß, aber das ist egal. Und du beendest das. Oder auch nicht. Das war ziemlich weak. Mal das mal so sagen dürften. Besser. Könnten wir die bitte zerstören? Es ist vorbei. Erika, du hast das gesehen, oder? Das Digimon war wohl in seiner Maske. Ein böses Programm, das Menschen steuern soll. So hat es ihn kontrolliert. Sein Herz wurde von dem Digimon in der Maske noch weiter verdorben. Er wurde verrückt und am Schluss wurde sogar sein Körper beherrscht. Genau wie Ryuji und Arkadimon.
Sein oder Schein. Ich weiß gar nicht mehr, welcher der echte ist. Das gilt nicht nur für ihn. Du und ich. Wir sind alle so. Aber könnten wir nicht auch alle Versionen... Könnten nicht alle Versionen echt sein? Müssen wir uns auf eine beschränken? Keisuke, du hast ihn geschlagen, hä? Meine. Ich habe sie einfach irgendwo aufgesammelt. Die Maske habe ich zufällig in Kowloon gefunden. Wenn ich sie übergezogen habe, fühlte ich mich so stark. Meine Fähigkeiten als Hacker, sogar mein Denken. Ich würde zu einer ganz anderen Person. So bin ich an Saxon geraten. Ich dachte, ich könnte das alles selbst. Aber ich habe mich geirrt. Alles, was ich jetzt Kay konnte, hatte ich nur der Maske zu verdanken. Alles, was er gesagt hat, stimmt. Irgendwann habe ich nur noch getan, was er befohlen hat und hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Aber du verzeihst mir doch, oder? Ja, klar. Anscheinend. Danke. Aber genau diese Eigenschaft von dir hat es für mich so schlimm gemacht. Sag es, dass du mich hasst. Sag mir, dass du mich nie wiedersehen willst. Ich habe die Nase voll davon, wie perfekt du immer sein musst. Weißt du, wie ich mich fühle, wann immer du so großherzig bist? Weißt du das? Ich werde nie stark sein. Ich kann es mit niemandem aufnehmen. Keiner wird mich hier haben wollen. Wow. Das käme ein bisschen aus heiterem Himmel. Du warst heute die ganze Zeit an meiner Seite. Was ist das? Du bist so ein Dummkopf. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, nicht schockiert zu sein, wie Yu mich verraten hat. Aber mir ist etwas klar geworden. Sich Leute auszusuchen, ist schwerer als ausgesucht zu werden. Wenn man sich falsch entscheidet, lachen sie. Sagen, man hat eine schlechte Wahl getroffen. Dabei wissen sie nicht, wie viel Mut diese Wahl erfordert hat. Ich dachte, dass niemand mich je haben wollen würde. Langweilig und durchschnittlich, aber Yu hat diese Person in mir vertrieben. Also habe ich ihm die Wahrheit gesagt. Danke, habe ich gesagt. Du hast dich für mich und gegen viele andere entschieden. Es klingt vielleicht seltsam, aber wenn Yu nicht mich ausgesucht hätte, wäre ich gar nicht in Hoodie. Jetzt liegt es also an mir, dem gerecht zu werden. Deshalb kehre ich wieder zurück. Ich gehe in mein neues Zuhause. Dieses Zuhause. Wir speichern. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich verstehe das alles. Vielleicht habt ihr eine gute Interpretation für all das, was hier gerade passiert ist. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Bis dahin und ciao.